Hey Leute, willkommen zu einem kleinen Tutorial. Ja, jetzt zeige ich euch mal, wie ihr das Triton AX Pro, das ist dieses Headset hier, an euren Notebook oder an euren PC schließen könnt, ohne, die Decoder-Box extra von eurer PlayStation 3 oder eurer Xbox abzumachen. Das ist ja doch etwas umständlich, dann das ganze Kabel da erstmal rauszufriemeln und so weiter. Und da ich da bisher noch kein deutsches Tutorial dazu gesehen habe, dachte ich mir, mache ich das mal und zeige euch das mal etwas. So, das ist ja das Headset. Ich habe das mal abgemacht. Das ist ja dann dieser Stecker hier. Dieser, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, aber mit diesen Pins innen drin. Ich hoffe mal, ihr seht das jetzt irgendwie. Ja, sollte man so halbwegs erkennen. Da ist dann auch so ein Pfeil dran. Da sollte man aber darauf achten, dass man immer Pfeil auf Pfeil macht. Ansonsten können diese Stifte da innen drin ziemlich leicht abbrechen. So, aber wie macht man das jetzt? Die ganze Decoder-Box lasse ich an meiner Xbox dran. Ich stöpsel nur das Headset ab, das heißt, die Fernbedienung ist auch nicht mehr dran. Und dann war ein kleines Kabel mitgeliefert, und zwar genau das hier. Ja, das hat erst einmal auch so einen Anschluss hier, dann kann man sich schon denken, da kommen die Pins rein, das heißt, da wird es nachher hier angeschlossen. Und dann hat man hier einmal vier Kabel. Das ist dann für 5.1 Surround Sound, sage ich mal. Dieses Kabel hier ist für das Mikrofon und die anderen drei sind eben für das Audio. Und jetzt fragt man sich natürlich, ja, ich habe jetzt aber nur zwei Audio Ports, das heißt einmal für Mikrofon und einmal für Headset. Wo soll ich mir die ganzen Anschlüssen hin? Das ist ganz einfach, ihr packt einfach in euer Notebook, das habe ich jetzt hier mal stehen. Da habe ich auch nur zwei Audioanschlüsse. Einmal hier, das seht ihr jetzt hoffentlich. Da ist auch eine Bezeichnung dran. Einmal Mikrofon und einmal Headset. Und jetzt packen wir einfach das pinke Kabel in den Mikrofonport rein. Das ist dann genau der erste Anschluss bei mir mit diesem Mikrofonzeichen. Das packe ich da jetzt rein. So. Und ich packe das rote Kabel, denn das ist der, das ist das Center Audio, das heißt, dann hört ihr auf beiden Kopfhörern dasselbe. Und die anderen beiden sind unwichtig. Also das rote in den Headset Port. So, und jetzt könnt ihr euer Triton AX Pro schon als Headset für euren PC oder euer Notebook nutzen. Das ist komplett wirklich ohne Decoder-Box und ohne extra Stromanschluss. Denn an der Xbox braucht man ja einen extra Stromanschluss hierfür. Und das wäre ja blöd, wenn man das ständig umstecken müsste. Also so geht es dann ohne. Und man kann es dann als Headset benutzen. Ich benutze es auch für meinen Minecraft Let's Play. Und es funktioniert wirklich sehr gut. Audioqualität ist echt top. Ja, das war's schon. Ich hoffe mal, es hat euch irgendwie geholfen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.